Hey, hey, weiter mit Rock Trader, Koop-Kampagne mit Hunter Hammy. Hey! Wir haben das letzte Mal ermittelt, wer das ganze Blut in unsere Badewanne reingelassen hat. Und um da jetzt weiter dran zu bleiben, müssen wir mit unserem astropathischen Chorleiter sprechen. Und wir warten außerdem, dass der Dunrock-Heister irgendeine Aktivität für mich und meine neue Freundin Kibella zurechtschmiedet. Ja. Und passend dazu habe ich einen Fun-Fact zu Astropathen mitgebracht. Ich bin ziemlich sicher, dass wir schon ein, zwei Mal über Astropathen geredet haben. Kann auch sein, dass das in Chaos Gate gewesen ist, weil da ja auch mal kurz über Astropathen geredet wurde. Aber ich glaube, einen richtigen Fun-Fact dazu hatten wir bis jetzt noch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wann wir überhaupt damit angefangen haben. Waren die in Chaos Gate schon drin? Da haben wir nur so casual darüber geredet, oder? Nein, das ist ja... Ist wie der SMS-Service. Nicht unbedingt. Ich fange einfach an. Ich hatte ja eigentlich gedacht, das wäre ein kurzer Funfact. Also ich habe einen hoffentlich kurzen Funfact draus gemacht, aber über die Astropathen gibt es anscheinend mehr und kompliziertere Sachen, als wenn man über Navigatoren reden will. Und das war ja schon kompliziert, sich da einzulesen. Also, fangen wir ganz oben an. Was ist überhaupt ein Astropath? Astropathen sind extrem gut ausgebildete, sanktionierte Psyker mit einer starken telepathischen Begabung. So, fertig. Fun Fact. Der war lustig. Easy. Ab, runter. Ab, runter. Weiter geht's. Die sind darauf spezialisiert, Nachrichten durch den Warp zu senden und zu empfangen, diese Nachrichten zu ver- und entschlüsseln, um die vor dem Einfluss des Warp zu schützen. Außerdem müssen die kryptische empfangenen Nachrichten auch interpretieren können. Ist das wie so ein Morse-Ding oder wie läuft das? Nee, ganz anders. Astropathen findet man auf wichtigen Planeten, in Sektor-Relaisstationen wie in Space Marine 2, auf Raumstationen und normalerweise auf leeren Schiffen, die einen Warp-Antrieb besitzen. So wie unseres. Ey, Alter! Wo die der zweitwichtigste Psyker nach dem Navigator an Bord des Schiffes sind. Wie du eben gerade schon festgestellt hast, wie immer ist im Imperium nichts davon standardisiert, was so ein Astropath macht. Weder das Senden noch das Empfangen von Nachrichten. Das wäre ja sonst langweilig. Jeder Astropath hat seine eigenen Konzentrationsrituale, so wie Cassie ja hier bei uns beim Warpreisen Bilder aus Blut malt. Die haben auch so spaßige Sachen am Laufen. Ein Beispiel aus dem Wiki war da eine Sekte von Astropathen, die jede Nachricht, die die versenden, in eine Steintafel meißeln und da quasi aus jeder Nachricht ein Meisterwerk machen und diese Tafel dann während der Übertragung zerstören. Das tut denen so weh in der Seele, dass sie ihre Konzentration halten können. Damit du in etwa weißt, wie abstrus das ist. Allein an der Klatsche. Und manche von den Astropathen empfangen Nachrichten, während die träumen. Andere, während die meditieren und speziell darauf warten, dass sie eine Nachricht bekommen. Es gibt auch Astropathen, die machen einfach gerade irgendwas, sitzen in der Kantine und sind am Frühstücken und empfangen plötzlich eine Nachricht und bekommen dabei einen hardcore-epileptischen Anfall und wuseln ein bisschen am Boden rum. Ganz kurze Frage zwischendurch. Ja. Kann es sein, dass sehr viele davon oder alle blind sind? Ja, das ist quasi die Standardmutation, die ein Astropath hat. Okay. Also die, die dann auch spätestens kriegen, weil die sehr viel in den Warp schauen, um zu gucken, wann die Nachrichten reinkommen. Die hängen zu viel im E-Mail-Postfach rum und werden blind davon. Die haben den ganzen Tag Outlook auf, nicht im Dark Mode. Richtig. Die sitzen im dunklen Zimmer, haben den Monitor auf volle Helligkeit und gucken in den Outlook Explorer. Ich bin bescheuert. So. Ja, das Empfangen ist nicht so das Problem. Das Problem ist tatsächlich das Senden, weil je klarer die Nachricht ist, desto einfacher kann die vom Warp verdorben werden. Du weißt schon, da sitzt der Zench-Spionagedämon und hört nebenher mit. Und wenn der deine Nachricht empfängt und der guckt die sich an, denkt sich, lol, der hat einfach gesagt, hey, wir brauchen hier Hilfe, dann macht er da was ganz anderes draus, bevor er die weiterschickt. Macht er eine Viagra-Werbung draus. Deshalb übersenden die meisten Astropathen so eine Art standardisierte imperiale Symbole, wo aber eigentlich nur so die Astropathengilden von Bescheid wissen. Die übersenden Gefühle oder extrem kryptische Texte. Zum Beispiel kann es sein, dass du irgendeinen komischen Text bekommst und du einfach Angst bekommst, während du diese Nachricht empfängst.
Aha. So. Die Nachrichten können trotzdem zu spät oder wie immer im Warp zu früh ankommen. Die können beim falschen Astropaten ankommen und der muss sie dann stille Post-Style ein zweites Mal verschlüsseln und die an den richtigen Astropaten weiterschicken. Einfacher gemacht wird das Ganze durch die Möglichkeit, dass zwei Astropaten sich quasi miteinander absprechen und wie so eine Art rotes Telefon sind. Das heißt, sie sind nur füreinander da. Nee. Die warten dann die ganze Zeit in Meditation, dass der andere Astropat denen potenziell irgendwas schickt. Die Nachrichten sind dann relativ schnell und klar übermittelt. Oder man schickt das Ganze an die sektorübergreifende Relaisstation, wie in Space Marine 2, da waren wir ja drin gewesen und haben gegen den Chormeister gekämpft. Ja, diese Station empfangen und weiterleiten die Nachrichten für einen kompletten Sektor. Wie diese Telefonzentrale mit dem Umstecken. Es ist halt als leeren Schiff wesentlich einfacher, als Astropaten eine Nachricht an eine Relaisstation zu schicken, als an einen ausgesuchten Astropaten irgendwo im Universum. Und diese Relaisstation hat da bessere Möglichkeiten für, weil die auch stärker sind. Also die können die Nachrichten besser weiterschicken. Ah, da kommen wir jetzt gleich zu. Die großen und wichtigen Astropatenstationen, denen stehen zum Entschlüsseln von Nachrichten und der Interpretation der Texte ganze Servitorenarmeen quasi zur Verfügung, die riesige Bibliotheken durchwühlen können nach irgendwelchen Codewörtern und komischen verschlüsselten Worten, die vielleicht irgendwo schon mal für irgendwas benutzt worden sind. Damit man sich relativ sicher sein kann, was zum Beispiel eine 15.000 Jahre alte Nachricht eigentlich sagen will, die im Warp verloren gegangen ist und plötzlich aufgetaucht ist, als irgendjemand gerade auf dem Pott gesessen hat. Wie immer. Gut, so ein Astropat arbeitet selten alleine, sondern in einem astropathischen Chor, da wo wir gleich hingehen. Dieser Chor hat einen Vorsteher, den sogenannten Chormeister, der die Nachrichten empfängt und versendet. Die anderen Chormitglieder sind eigentlich nur Batterien. Die geben ihre psionische Kraft an den Chormeister weiter und fangen Mutationen und andere Gefahren aus dem Warp mit ihrem Körper und ihrem Geist ab. Nett. Die Chormitglieder brennen deswegen oft aus, sterben oder werden verrückt und dann erschossen. Je größer so ein Chor ist, desto genauer und schneller können die Nachrichten abgeschickt werden. Das war hier zum Beispiel in Space Marine 2 war eine riesige Anlage. Als wir da durchgegangen sind, hast du ja sehen können, wie tote Astropaten einfach von der Decke runtergeregnet sind, weil die es da echt ein bisschen übertrieben haben zu der Zeit. Aber die hatten da ja auch Kommunikationsblockade gehabt und so, also die mussten ordentlich Energie aufbringen, um überhaupt durchzukommen. Die mussten ja auch durch den Schatten astropatieren, den die Tyranniden zieht. Ja, das da muss man ein bisschen Power aufbringen, damit man da durchkommt. Ich glaube, das war irgendein Inquisitor, der hat da etliche Astropaten verbrannt, um Nachrichten zu schicken. Ja, wollte ich gerade, wir haben zum Beispiel in Chaos Gate wird die Inquisitorin dafür geschimpft, dass sie so viele Astropaten auf dem Schiff verbrennt, um Nachrichten zu verschicken. Die sagen dem kleinen Anime-Mädchen, dass sie aufhören soll, so viel zu telefonieren, weil das so teuer ist. Leg sofort auf, es sind schon 300 Astropaten verbrannt. Nicht schon wieder Ärgergespräche führen. Ja, wer trotzdem lange genug als Chormitglied überlebt, wird irgendwann selbst mal der Chormeister. Lustig, hä? Fast Glück. Und wie eben gerade schon kurz erwähnt, eine typische Mutation für Astropaten ist Blindheit. Und wenn man im Internet nach Astropaten sucht, sind da irgendwie extrem viele sexy Ladies mit dabei. Nur so am Rande, als Funfact im Funfact. Wir gehen dann heute unseren Chormeister besuchen, weil der ein bestimmtes Ritual durchziehen muss, um eine bestimmte Person an Bord unseres Schiffes zu finden. Weil der anscheinend so ein starker Telepath ist, dass wenn er sich konzentriert, der quasi die Gedanken von der kompletten Crew hören kann. Klingt anstrengend. Sehr anstrengend, ja. Deshalb hat er sich auch keinen Bock drauf. Ich sag Astropaten, ich könnte erst noch 2 Stunden drüber reden, da gibt es so viele Rituale und Prüfungen, die bestehen müssen, damit die überhaupt Astropaten werden dürfen, nur um dann als Batterie zu verbrennen irgendwo. Also ich wäre lieber Navigator. Das klingt wesentlich einfacher und vor allen Dingen ist das fast ja immer so ein Solo-Job. Gut, dann wollen wir heute in die astropatische Kapelle. Kapellendiener. Gut, ich wollte jetzt auch nicht so viel über den Chor an sich reden. Das Spiel hat bis jetzt mal einen ganz guten Job gemacht, uns das alles relativ gut näher zu bringen. Ach, das sind die Batterien. Beobachter, Servoschädel. Ja genau, die Jungs, die hier sitzen, die Astropaten, das sind quasi einfach nur Chormitglieder.
Bei dir anscheinend aber Sachen empfangen. Hinter denen laufen ja endlos Papier raus. Bei wem? Ach ja, schau, und ich gehe davon aus, dass das Ritual von unserem Mann hier ist, Orgel zu spielen, während er sich konzentriert. Der orgelt sich hier ein. Der orgelt sich hier ein wie ein Achtarmiger. Hey, Dude. Zachary. Bist du blind, mein Kerl? Was ist denn da los? In seinem Bild sieht immer noch aus wie eine Talisman-Karte. Was ist denn? Er hat 8 Talent und keine Stärke. Talent. Willenskraft erfolgreich. Wer hat denn Zachary gelesen? Warst du das oder war ich das? Ich kann das machen. Dann lest du mal, Zachary. Ihr verhüllt euren Geist gut, eure Lordschaft, und doch kann ich mir vorstellen, warum ihr gekommen seid. Weggekommen. Bei allem Respekt bitte ich euch, es euch anders zu überlegen. Okay. Verschwindet aus meinen Gedanken. Was denn anders zu überlegen? Ich habe meine Frage noch gar nicht gestellt. Oh ja, das ist immer gut, wenn man Fragen beantwortet bekommt, die man noch gar nicht gestellt hat. Ihr möchtet euch also lieber nicht an der Suche nach den Meuterern beteiligen. Es ist mein Wunsch, eurer Lordschaft nützlich zu sein. Doch was ihr von mir fordert, würde das Schiff in Gefahr bringen. Ein solches Ritual kann und wird mit großer Wahrscheinlichkeit vollkommen schiefgehen. Ja, wenn es nur darum geht, dass ein paar Dämonen sich hier manifestieren, dann bin ich bereit. Ja, haben wir sogar Bock drauf. Eure Vorgängerin ist einmal mit demselben Befehl zu mir gekommen. Es ist nichts Gutes daraus erwachsen. Bitte glaubt mir, Lord Captain, wenn ich sage, dass ein Berg von Leichen damals das geringste unserer Probleme war. Huhu, ich stehe auf Leichenberge. Erzähl mir mehr. Tell me more. Vor vielen Jahren, zu einer Zeit, in der Lady Theodora nervös geworden war, vielleicht hat sich das Interesse des Großinquisitors an ihrer Angelegenheit negativ auf, sagen wir, ihr Vertrauen in ihre eigenen Untertanen ausgewirkt. Sie hat mit einem Verrat gerechnet und ihre Paranoia führte schließlich zu mir. Wow. Ich habe das Ritual ausgeführt, doch der Chor hat aufgehört zu existieren. Das übel. Alle abgepackelt. Ich erinnere mich noch an den Tag, Lord Captain. Als wir in die Kapelle kamen, war alles voller Blut und menschlicher Überreste. Yam yam. Das war jedoch nicht mit Abstand... Ja, wie viele Leute wollen das denn noch sagen? Alles war voller Blut und Scheiße und Leichen und Körperteile, aber es kam noch schlimmer. Punkt, und dann Punkt, Punkt. So eine Megastüte in der Ecke, das war ekelhaft. Das war jedoch noch mit Abstand das harmloseste, was wir dort gesehen haben. Wir haben bei Groxburger eingekauft. Alles voller Grox-Scheiße. Ja, da stand eine Schüssel, Fruit Loops mit Wasser. Ich sag's Ihnen, Lord Captain, das war das Abartigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und so wie das aussah, hat jemand zuerst das Wasser und dann die Fruit Loops in die Schüssel gemacht. Das ist eigentlich, ich muss das Schiff anzünden. Was ist das für ein Ritual? Es ist die Macht des gesamten Chors nötig, um gleichzeitig in den Verstand von derart vielen Personen einzudringen. In meinen muss man nicht eindringen, ich bin nicht der Verräter. Ich webe ihre Stimmen zu einem Akkord und steuere ihn in das trübe Meer der Seelen, die anderer. Gemeinsam lesen wir Zehntausende von Gedanken, Emotionen und Absichten, suchen nach dem, auf das wir es abgesehen haben. Nach der Saat der Verderbnis, an der ihr interessiert seid. Aber wir suchen ja nur so nach 2,5 mal Zehntausende Gedanken. Vor allen Dingen die Frage, warum macht euch das Ritual derart nervös? Das haben eben alle erklärt. Ich habe nicht aufgepasst, ich bin gerade wieder ein dummer Rogue Trader. Ach so. Warum macht euch das Ritual nervös? Ah! Lord Captain, habt ihr zugehört? Kennt ihr die Redewendung, was geschieht, wenn man zu lange in den Abgrund blickt? Ich sehe es an deinen Augen, du Goblin. Was ihr von mir verlangt, das ist, als würde man den gesamten Chor in diesen Abgrund stürzen. Ein solches Ritual erfordert unglaubliche Konzentration von allen Beteiligten. Cassie kann da bestimmt helfen. Und sie wissen doch, gute Leute sind schwer zu finden. Schon ein einziger fahrlässiger Gedanke von Dave, ein einziger Blick in die falsche Richtung, Tom, und der Rückweg ist versperrt. Der Verstand mehrerer Menschen zu einem verschmolzen. Der Weg ist versperrt. Zu Glas verwandelte Organe in noch immer lebenden Körpern. Perverse Fantasien, die sich im Fleisch manifestieren. Tell me more, Zachary. Das ist ein ganz schwieriges DLC. Nichts wird die Grauen des Warps davon abhalten, sich innerhalb eines Wimpernschlags auf dem gesamten Schiff auszubreiten. Warmitglieder, denen plötzlich ein Dübel im Mund spawnt. Sie können sich die Schrecken nicht vorstellen. Ja, und auf einmal ist der Chorleiter besoffen, was nie passiert. Chorleiter war noch nie besoffen.
einen Psioniker zuweisen, wie Sicherheit des Rituals zu gewährleisten. Und selbst wenn ich einwilligen würde, wäre es unmöglich. Ich bräuchte einen zweiten mächtigen Telepathen als Verteidiger, der meinen Verstand abschirmt. Wir haben nur einen Telepathen und das ist Idira. Ja. Heinrichs kriegt das doch auch hin, Heinrichs oder? Heinrichs ist kein Telepath. Ach so. Letztes Mal hat Heinrichs mein bester Lehrling... Heinrichs ist Biomancer und Sanktionierter. Stimmt. Adeline das getan und sie weilt nicht mehr unter uns. Warum? Sie war außergewöhnlich talentiert, machte selbst mir Konkurrenz. Ja, gut, dass du die umgebracht hast. Nun kenne ich nur einen einzigen Psioniker in der gesamten Ausdehnung, der ihr ebenbürtig ist. Doch er steht in Diensten eines Planetengouverneurs des Hauses Winderzunder. Die mögen wir. Und steht uns daher nicht zur Verfügung, was eure gefährliche Unternehmung zu einer Unmöglichkeit macht. Winterzunder und ich, wir sind beste Freunde. Wir haben zusammen Eldari abgeschlachtet. Er hat Schädel für den Schädelthron gerufen. Es war alles gut. Ja, der war Worten der Grau fertig. Ist definitiv kein Dämon, falls jemand fragt. Hey. Hey. Schlimmer, als ihr euch vorstellen könnt, Rolotscha. Ich will es mir nicht vorstellen, ich will es jetzt endlich mal gesagt bekommen. Einer der Astropathen hat nur den Bruchteil einer Sekunde zu lange im Verstand eines anderen verbracht und schon die Kontrolle über seinen eigenen verloren. Dafür sind die hier, das habe ich eben gerade erklärt, bevor wir rein sind. Der Wahnsinn hat sich wie ein Lauffeuer durch die Kette verbreitet. Niemand wurde verschont, außer du. Der Verstand meiner Lehrlinge konnte dem Druck nicht standhalten. Papp, 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 überall Köppe. Ja. Ihr Bewusstsein war in einem Wirbel aus fremden Gedanken gefangen. Einige hatten Glück und starben sofort. Wie die habt anderen... ihr überlebt? Es ist mir gelungen, einen Hilferuf abzusetzen und ich habe mein Möglichstes getan, um die Phantome alleine in Schach zu halten. Bis Lady Theodora eintrifft. Ich habe als einziges Mitglied des Chors überlebt. Zufall? Ihre Ladyschaft hat mir gestattet, einen Monat in einer einsamen Zelle zu verbringen, in der ich die mächtigsten mir bekannten Schutzhexagramme auf Boden und Wände gezeichnet habe. Ich war zerstört, anscheinend ja nicht. Ich war gebrochen. Ja gut, das glaube ich schon vorher. Und am schlimmsten, ich war verängstigt. Oh mein Gott. Ich hatte Angst, dasselbe Schicksal zu erleiden wie Adeline und meine anderen Lehrlinge. Ich hatte jeden Tag Angst, dass mein Kopf platzt. Ein Astropath darf niemals Angst haben, euer Lordschaft. Ja, dann bist du kacke in deinem Job. Wer der Angst nachgibt, der stirbt und weiht alle um sich herum in den Untergang. Wo hast du neue Dudes gefunden? Lady Theodora hat das Adeptus Administratum monatelang mit Anfragen bombardiert, ihr einen neuen astropathischen Chor zur Verfügung zu stellen. Letztlich wurde die Kapelle auch tatsächlich von neuen Stimmen erfüllt. Augenscheinlich. Ihnen wurde nie gesagt, was gut, mit dem früheren Chor geschehen hat. Ist. Doch sie ahnen das und ich bete zum Gott Imperator, dass die Einzelheiten dieser Tragödie niemals erfahren werden. Also sind die bereit, ja, die wissen nicht, was los ist. Stell dir vor, du fängst die an, sag, was sag ich mit dem Rest passiert? Nix. Nix, ja, mach erstmal ja deinen Stuhl mehr. Sauber. Räum das Gehirn weg und setz dich hin. Bei Fury wurde das halbe Gesicht aus dem Panzer kratzen. Maschine. Was mich am meisten interessiert, hat es funktioniert? ich hab's gefunden. Doch der Preis. Ja, Lady Theodora hatte die Namen 9,99. Doch war es das wert? Die Tragödie ist ein Geheimnis geblieben, das in der Kapelle versteckt wurde. Doch um ein Haar wäre sie zu einem Epitaph auf dem Überresten des Schiffs geworden. Das ist mir zu hohes Wort. Kennst du das? Du bist schlau. Das geht dich gar nichts an. Mhm. Ein Epitaph ist eine Fußzeile, glaube ich. Aha. So, ihr gebt Theodora die Schuld, ihr wart für das Ritual verantwortlich. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass meine Vorgängerin da ganz sie selbst war. Ich verstehe nicht. Was davon ist jetzt die gute Antwort? Ich will den Typ jetzt nicht rund machen. Ich glaube, die zwei. Ich meine, der steht hier, der hat Hardcore-PTSD, der hat 100 Astropathen verbrannt und war selbst danach einen Monat in Einzelhaft gewesen und hatte Angst, dass ihm sein Kopf poppt. Ich glaube, die zwei ist das Bessere. Bitte, Lord Captain, lernt aus ihren Fehlern, anstatt eure eigenen zu begehen. Aha. Das ist die gnadenlose Wahrheit, euer Lordschaft. Es muss geschehen. Wo kriegen wir denn einen Psyche, der das kann? Und wer ist es? Was ist mit Idira?
Warte, wir haben Indira am Leben gelassen, ungefähr 5 Mal, und wir haben ihre Quest abgeschlossen. Die ist mit sich im Reinen und komplett durchgedreht. Die ist ein starker Telepath. Ich meine, die liest passiv Gedanken mit, ob die das will oder nicht, und hat noch ein paar andere Stimmen im Kopf. Heinrichs hat zu sehr einen Stock im Arsch, um sich um das Problem zu kümmern. Ja, den anderen, das könnte... Versuch mit Indira. Auf gar keinen Fall. Sie ist eine Hexe, ein Anathema. Sie macht die Lage nur schlimmer. Die Abscheulichkeiten des Warps werden ihre nur Ketzerei neigende Seele spüren und in Scharen über uns herfallen. Dann gehe ich davon aus, dass Heinrichs auch nicht funktioniert. Ja, Meister danke. Ich sage, er ist ein Biomantiker. Eure Lordschaft, doch meines Wissens tut er sich nicht sonderlich hervor, wenn es um Telepathie oder psionische Schutzrituale geht. Oder liege ich da falsch? Alter, du liegst gleich auf dem Boden, wenn du weiter so mit deinem Rogue Trader redest. Pack mich nicht ab. Mann. Nummer 3, wir fangen sofort an. Ich vertraue Indira. Ich habe fast Lust, die 2 zu drücken, aber die 1 wäre eine Queste, schätze ich, ja? Ich auch von aus. Meister Herimon ist ein erfahrener Telepath, doch sein Lord würde einen solch unglaublich wertvollen Spezialisten niemals ziehen lassen. Es wäre eine beträchtliche Summe nötig, um Meister Herimons Flucht zu organisieren. 3 Profitfaktor ist nicht besonders viel Geld für mich. Nö. Chef. Schickt eine Nachricht an wen auch immer. Verbinden Sie mich, solange ich noch da bin. Mit irgendwem? Ich habe trotzdem fast Lust, die 2 zu drücken. Wie du möchtest. Wir heuern Profis an. Wie er wünscht, Meister Herimon wird über seine baldige Freilassung gewiss erfreut sein. Sein derzeitiger Lord ist recht unangenehm. Quatsch. Weil er fucking Kornjünger ist. Ich melde mich wieder, klinglingling, sobald Meister Herimon an Bord gebracht wurde. Nice. Know your duty. Wie viel Profitfaktor haben wir denn jetzt noch? Sind wir pleite? Das war knapp, wir haben nur noch 157. Armschweine. Können wir hier irgendwas klauen? Sag ich mal so. Pascal, mach mal Logik hier. My success is an irrefutable certainty. Ah ja, nice. Tatsächlich gehen hier, wird es hier von Computern interpretiert, die Nachrichten, die hier eingehen. Wir sind richtig modern hier auf dem Schiff. Ja, also hier, das, was die ganzen Batterien hier empfangen, wird hier alles von Computern verarbeitet. Güter. Okay, rechts sind 3 Stück, die als Batterien angeschlossen sind. Mhm. Die verbrennen dann einfach oder mutieren oder werden verrückt und fangen an, alles voll zu sabbern. Dann muss denen jemand ins Gesicht schießen. Das sind ziemlich schnelle astropathische Kapelle, die wir haben. Genau, sowas kommt dann hier an. Was? Der 13. Sturm, das ist das Ende von Cadia, oder? Der geliebte Sohn des vergangenen Vaters. Ja. Der hat gerade den 13. Kreuzzugang gesagt. Hat er. Der grenzenlose Sonnenuntergang. Eine heulende Welt. Ja, wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Die Batterie ist ausgebrannt, als er den 13. Kreuzzug vorhergesagt hat. Die kommen einfach, räumen den weg. Kann ich mit jemandem darüber reden, was da gerade besprochen wurde? Wir müssen mal fix das Imperium anrufen. Wobei jetzt eh schon zu spät ist, oder? Also auch in der Story schon. Ich meine, natürlich ist jetzt schon zu spät, um Cadia zu retten. Die Edition ist nun schon wirklich lange her. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Brücke, springen 1-2 Systeme und schauen mal, was als nächstes passiert. Auch zum Atem. Wir haben uns ja jetzt einen Psyker gekauft. Ich hätte trotzdem gerne den Indira-Button gedrückt. Wir hätten sicher ein paar extra Dämonen schießen können währenddessen. Ein paar. Lord Captain, ich habe getan, was ihr mir aufgetragen habt. Alles ist bereit für euer Ritual mit Meisterin Kibela. Einige ausgewählte Oberdeckoffiziere sind bereit, ihre Posten zu verlassen, um dieser formellen Zusammenkunft beizuwohnen und den Namen eurer Lordschaft zu preisen. Wir können jederzeit beginnen. Was wollen wir machen? Die gucken euch alle dabei zu? Okay.
Und erzähl mir, wie gut ich das mache. Die wollen meinen Namen dabei preisen. Alter, du hast eine Fankurve bei der Aktion. Jawohl. Geil. Also warte, da kommen einfach ein paar Leute zusammen und erzählen, wie cool ich bin. Ich weiß nicht, ob das das Treffen ist, auf das ich meine Freundin mitnehmen will. Das ist ein bisschen peinlich, oder? Hm. Gut, trommel alle zusammen, wir legen los. Ich werde den Dienern Bescheid sagen und die eingeladenen Gäste umgehend benachrichtigen. Lasst und Herrin Kibela in die ganze Pracht eurer Station einführen. Ach, lasst uns. Uns, okay. Mhm, uns. Lasst und. Lasst und. Am Empfang teilnehmen. Ja, ja. Wo denn? Oha. Hatte ich recht, ne? Alter, da wird schon gebratener Arsch serviert. Ich wollte gerade sagen, es gibt endlich wieder gebackenen Arsch. Jo, der hat ein paar Leute eingeladen, sagt er. Ist die Butze voll. Hier stehen 200 Leute. Die Villa unterscheidet sich klar von den anwesenden Offizieren. Zum einen trägt sie keine formelle Kleidung im Gegensatz zu mir. Wann ist der Raum um sie herum leer? Die Gäste halten Distanz zu ihr. Was? Quatsch! Ihr tanzen! Zieh dein Messer und ritzt dich, wenn die Leute zugucken. Echt dich und das Volk. Eure Lordschaft! Inim Fayet, ihr seid hier. Sie klingt weder aufgeregt noch ernst. Ihr Ton ist teilnahmslos, als sie ein Stück Obst von einem der Teller nimmt. Ah, da läuft doch gerade ein gebackener Arsch vorbei. Gönn dir Arsch. Gönn dir Arsch. Was ist das hier jetzt für eine Werbung? Das sollte man auch zu niemandem sagen, glaube ich. Gönn dir Arsch. Ich komme hier rein. Das erste, was ich zu dir sage, ist: Kibela, gönn dir Arsch. Der Meister der Waschung sagt, ja, ist alles in Ordnung. Wie ich sehe, habt ihr eine Delikatesse nach eurem Geschmack gefunden. Essen wie dieses in den unteren Buchten unmöglich zu bekommen. Ich weiß nicht, was das ist, aber es schmeckt unglaublich. Saft läuft über ihre Finger und ihre Hand. Sie ist ohne Teller und Besteck. Sie schmiert sich komplett voll und muss definitiv aus ihren Klamotten rausgeholt werden. Was? Das stand doch da, oder? Nee, nee. Da steht, dass eine ankam mit dem Teller und der Kabel hat die so draufgeknallt. Entschuldige, du Baba. Hm? Wie gefallen euch die Zeremonien? Ich versuche, durch die blumige Hülle zum Kern vorzudringen, aber er entzieht sich mir fortwährend. Worin liegt der Zweck dieses Rituals? Erklärt es mir. Also wir kommen alle hier hoch, um uns Arsch zu gönnen. Und dann gehen wir alle wieder. Kameraderie. Den ganzen Tag zu schuften ist mitunter trostlos. Oh, oh, ich rücke mein Monokel zurecht. Trostlos. Huiuiui. Zeigen wir unseren Status. Im gesamten Imperium gibt es nur wenige, die so viel besitzen wie ich. Oh, da kommt Pindikot so bei der zweiten Antwort. Komm in die Gruppe. Nummer 3. Macht. Diese Leute sind gekommen, weil ich mit dem Finger geschnippt. Das ist was. Sie sehen mich an, denken an meinen Lippen und gesten und hoffen entgegen aller Hoffnung, dass ich ihnen ein Lächeln oder einen Blick gewähre. Ja, Mann, langsam hast du dieses Rogue-Trader-Game raus. Ja, gell? Tatsächlich, ich hoffe, diese von euch so geschätzte Macht dient nicht nur hohler Eitelkeit. Nee, das wäre Antwort 2 gewesen. Wir benutzen den Scheiß auch. Eine Maske, das ist erforderlich für ein Ritual wie dieses. Ich war unvorbereitet, das wird nicht wieder vorkommen. Ja, du hast vergessen, dich ordentlich anzuziehen. Ich weiß. Wie jedes euch. Fühlt sich falsch an. Merkwürdige Personen, merkwürdige Geräusche und Gesten. Leute, die nicht einfach so frei heraus furzen, sondern sich dafür in die Ecke stellen und leise einen tuten lassen. Ich verliere mich in diesem Strudel. Oder halt was fallen lassen. Nehmt das Messer und schnitzt Linien direkt in die teure Tolstichplatte. Holz ist teuer, weißt du, Kibela. Zwang, Überredung. Kann es sein, dass jemand sich hier vergisst? Oh, kann es sein, dass jemand sich hier vergisst in Anwesenheit des, was? Des Gastes, des Lord Captain? Die zwei ist einfach, was guckst du so? Was guckst du so? Ich sehe, habt ihr die Kunst, Aufmerksamkeit zu erregen, bereits gemeistert. Ihr scheint ganz in eurem Element zu sein. Das überrascht ihn mit Sicherheit. Ihr sagt dann, was? Ich hab doch, ich mach dasselbe wie immer. Ich hab ein bisschen gedudelt, als ich nervös war. Normal ritze ich mir das in den Arm.
wollte gerade sagen, sei froh, dass ich mich selbst aufgeschlitzt habe. Da habt ihr wohl recht. Ich werde eure Untertanen nicht länger außer Fassung bringen. Immer wenn ich von meinem Weg abkomme, immer wenn die Außenwelt mich auf Abwege führt, kehre ich zum Labyrinth zurück. Es hat sämtliche Antworten. Meine Meditation hilft. Nehme ich den Weg hin. Dein Labyrinth war super Billo gewesen, Mann. Da hätten sich Kinder auf der Cornflakes-Packung drüber lustig gemacht, okay? Okay, es fasziniert mich, euer wahres Ich zu sehen. Ich habe eher das Gefühl, dass sie hier ein bisschen ihre Sozialphobie zum Ausdruck bringt. Das sind ganz schön viele Leute hier. Die muss in Therapie. Alle hier tragen eine Maske für ihren jeweiligen Weg. Ist das keine Voraussetzung für eure Rituale? Ach toll, nein. Ich muss die zwei so oder so drücken. Wie toll. Ihr mustert den opulenten Raum, die strahlende Dekoration, die luxuriös gekleideten Personen. Danrock seufzt schwer und senkt den Blick. Ja, 10 Peitschenhiebe für dich, Danrock. Wenn das reicht. Warum? Ihr habt hinter den Vorhang meiner Existenz geblickt und ich nun hinter den euren. Ich denke nicht, dass wir heute alle Worte gehört haben, die gesagt werden sollten. Liegt es daran, dass ihr sie nicht sagen wollt vor Zeugen? Ich werde dieser Menge überdrüssig. Gehen wir doch in mein Büro. Meister der Waschungen? Vielleicht werden wir angegriffen. Jemand versucht uns umzubringen. Ibela meidet deinen Blick, als ihr euch von den Gästen entfernt. Sie wirkt ruhiger. Das leichte Zittern in ihrer rechten Hand verrät ihre Aufregung. Oha. Oh Mann. Ich weiß jetzt, was hier vorgeht und dass es ein Trick war, das Ganze ein Ritual zu nennen. Echte Rituale sind konstant unveränderlich, wie die Zyklen der Kühlmaschinen im Bauch des Schiffs oder die Schichten der Diener in den Buchten. Das hier war spontan. Ihr habt es nur für mich vorbereitet. Dann seid ihr die ganze Zeit an meiner Seite geblieben. Jetzt seid ihr hier und gewährt mir eine weitere Bitte. Warum? Ich wollte schon immer eine heiße Gothfreundin haben und... Da muss die 4 drücken. Oh, Tatsache. Ja. Ihr seid mein Instrument, meine Klinge und ich habe vor, euch zu behalten. Nicht die 2? Nein, die Frauen werden hier jetzt nicht objektifiziert. Oh, das tut mir leid. Ist ja ekelhaft. So ist das also. Ein Lächeln im Spiel ihre Lippen. An dieses dusselige Meme, so dieses du bist voll die geile Sau, ich hab jetzt richtig Dicken in der Hose. Oder lass mal poppen. Und sie so, nein Pascal, ich denke nicht. Als ihr mich fragtet, ob ich mir die Rituale eurer Welt einsehen wollte, da war ich nicht ganz offen mit euch. Ja, die Welt ist in ihm zu sehen, ist ein unbezahlbares Geschenk, aber was ich eigentlich wollte, war, sie mit euch zu sehen. Was denkt ihr? Hat eure Klinge euch im Stich gelassen? Nummer 1. Das war das erste Mal, dass ihr ehrlich zu mir wart, was eure Wünsche angeht. Unbezahlbares Geschenk. Oh Mann, was machen wir denn hier? Ich weiß nicht, du versuchst die Goth-Lady rumzukriegen. Ja, ist kein Problem, oder? Bereut nie etwas, das euch gebracht hat, was ihr wolltet. Ihr und ich sind hier alleine. Was zählt da schon eine kleine Lüge? Der letzte Satz bezieht sich auf sie. Ich dachte, da geht's um deinen kleinen Trader. Um meine Klinge. Ja, nicht, dass du Startschwierigkeiten hast, weißt du? Ich würde die 2 drücken. Die 1 ist mir ein bisschen zu übergriffig. Ja, das ist eine gute Idee. Dreh kurz deinen Codex Astartes um, wenn ich die 2 drücke. Ja. Das ist ein Luxus, den kein Weber sich leisten kann. Was ist denn, was? Moment, stopp. Wo sind wir denn hier? Hey. Jetzt ist die Frage, gehst du da ran, Tiger, oder? Kivillas Miene verdunkelt sich für einen Augenblick. Und dann wird ihr schmales Lächeln fast sofort breiter. Ihre Stimme wird zu einem leisen Flüstern. Die will, Bruder, die will. Will bei euch sein, aber irgendwo privat. Das klingt total falsch. Hart. Das ist, glaube ich, eine, die erobert werden will. Du kannst sie jetzt nicht einfach in die Knatterbude ziehen. Knatterbude. Ich sag dann, Sauerback, pass auf die Tür auf. Ich brauche die Knatterbude. Danke für diesen Abend. Ich hoffe, es war nicht der letzte. Die 3 ist so. Wir sehen uns nächstes Mal. Ich drücke die 1. Ich bin
Jawohl, schick Rabauking. Den Zungenwurm los. Was laberst du als für eine Scheiße? Weiß ich nicht. Die Billa reagiert erst zögernd, dann leidenschaftlich. Oh, ihre Lippen sind warm und weich. Überraschend für jemanden, der anscheinend nur aus Muskeln und unbeugsamem Willen besteht. Ja, ich doch auch. Also ein bisschen Bauch hast du, ne? Ich bin der Rogue Trader, okay? Deshalb habe ich ja die Panzerplatte an, damit mein Wampus nicht so raushängt. Nein, du musst dir sagen, die besten Maschinen stehen unterm Dach. Nein. Alter, du bist heute total nutzlos für die Episode. Ich will jetzt nicht Gewehr knödeln. Wie wär's mit der 2? Ich würde das hier auch beenden an der Stelle. Das nimmt Form an. Ibella schließt die Augen, auf den Lippen ein leichtes Lächeln, das von einem unausgesprochenen Geheimnis kündet, wie ihr wünscht. Oh, da sind wir wieder. Das Schiff ist bereit, Lord Captain. Ja, das habe ich Kibela eben gerade auch gesagt. Aber mein Berater hat gesagt, es wird Zeit, sich aus der Situation zurückzuziehen. Ich? Gut, ich würde sagen, wir springen noch einen und schauen mal. Hm? Danrock, ich kann mich nicht darüber beschweren, was los war, okay? Kann ich Kibela sagen, dass alles gut ist? Ich will über uns sprechen. Ich will über uns sprechen, bedeutet aber, dass wir definitiv eine romantische Beziehung mit dir aufgebaut haben. Hä? Ja, natürlich. Du hättest sie eben in die Höhle ziehen können. Ja, die springen wir noch ein. Lord Captain, bitte Erlaubnis, eine Bitte äußern zu dürfen. Unser leitender Chirurge... Ich krieg das Wort nicht hin, gell? Chirurgeim? Wie heißt der? Sag einfach Chirurg mit einem Eum hinten dran. Chirurgeum, das klingt falsch. Okay, ich beginne neu. Lord Captain, bitte. Lord Captain, eben gerade warst du noch betrunken, ne? Eine Bitte äußern zu dürfen. Unser leitender Chirurg. Ich krieg das nicht hin. Sag Messerjockel. Lord Captain, der bitte Erlaubnis, eine Bitte äußern zu dürfen. Unser leitender Messerjockel sabotiert die Operation des Schiffes. Er hat mehrere Raumfahrercrews aufgrund einer lächerlichen Erkrankung isoliert. Was zum Teufel ist denn eine Raumfahrercrew, Ravor? Steht da. Normalerweise melden sich die Leute deshalb nicht mal auf der Krankenstation. Sie putzen sich einfach die Nase und arbeiten richtig weiter. Richtig deutsch von denen. Ja, ich kann nicht krank werden, ich muss arbeiten. Pro Jahr stirbt bestenfalls ein Dutzend richtig daran. Richtig deutsch von denen. Und sind hier die Hände gebunden. Deshalb bitte ich euch, ihn zur Vernunft zu bringen. Die sterben lieber, als sich krank zu melden. Ist so. Wer ist das? Das ist der Doc, oder? Nee, das ist jemand anderes? Nein, doch, das ist... Wir haben doch schon mit dem geredet. Hattest du den gesprochen oder ich? Dave, hab ich das nicht gemacht. Sicher, dass du nicht der Chirurgeum warst? Okay, ich kann das Wort nicht mehr sagen, aber ich kann es versuchen. Ich hatte, glaube ich, den Priester gesprochen. Stimmt. Seid gegrüßt, eure Lordschaft. Mein Name ist Letar Forius. Ich weiß, wir haben uns schon gesprochen. Ich bin der Messerjockel-Präsident dieses Schiffes. Als euer führender Medicare-Experte versichere ich euch, dass die Quarantäne einen guten Grund hat, weil ich Medizin studiert habe und du nicht. Diese lächerliche Erkrankung hat in der Vergangenheit bereits einige verdienstvolle Offiziere dahin gerafft. Die Leute sollen einfach FFP2-Masken tragen und 2 Meter Abstand zueinander halten. Dann ist doch alles gesagt. Ja, und ab und zu testen. Ja, und in die Armbeuge niesen. Und husten. Dieses Mal werde ich die Epidemie unter Kontrolle bringen, die Krankheit gründlich studieren und ein Heilmittel entwickeln. Und nur noch 5 Leute gleichzeitig im Späti. Das nenne ich Sputnik. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass eine kurze Ausfallzeit ein geringer Preis für all die Leben ist, die wir dadurch retten können. So, eigentlich sind die Leben an Bord von meinem Schiff reichlich egal. Die Leben von wem? Und die Leistungsfähigkeit der Crew bei zukünftigen Ausbrüchen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir die Betroffenen nicht mehr mit Stimulantien versorgen müssen, um ihre eingeschränkte Leistungsfähigkeit zu kompensieren. Wir können Geld sparen. Jetzt redest du meine Sprache, mein Kerl. Haha.
Wie gedenkt ihr, diese Krankheit zu studieren? Furius ist auf diesem Schiff, der für Gesundheitsfragen verantwortlich hat. Ach so, da kann, also die zwei, mit der 2 rede ich mit Ravor. Mhm. Ich verwehre mich gegen diese Experimente, macht diese Raumfahrer wieder kampfbereit. Ihr müsst das Heilmittel anders finden. Ich werde ausreichend Infizierte zusammenführen, der Krankheit ihren Lauf lassen, die Symptome vergleichen und sich schließlich ausmerzen. Bitte was? Das ist komplett blöde. Die Krankheit durchläuft mehrere Phasen, die Rückschlüsse auf ihre Natur und Schwächen zulässt. Die Raumfahrer müssen eine Weile krank bleiben, bis ich ein Heilmittel gefunden habe. Sofern die Krankheit in ihren ersten Phasen überhaupt heilbar ist, steht sich. Dude, ich drück mal die 2. Du machst die Jungs wieder startklar und nebenher infizieren wir einfach ein bisschen gefangenes Gesindel. Den kannst du beim Krepieren zugucken, wenn es unbedingt sein muss. Das klingt höchst vernünftig. Was will denn der Ikonoklast? Wenn ich das schon lese, wird mir schlecht. Die Bekämpfung einer Krankheit ist ein nobles Ziel, aber ich kann eure Methoden nicht gutheißen. Findet in den Reihen der Crew Freiwillige, die bereit sind, für eine Entschädigung infiziert zu werden. Ich erwarte, dass sie jeden einzelnen von ihnen heilt, sobald ihr soweit seid. Ja, aber gut, das ist quasi die 2, ohne dass, weißt du, bei der 2 werden Leute freiwillig und bei der 1, ja, hier kriegst du... Die 2 ist die Antwort für Kerle. Die 1 ist die Antwort für Leute, die behaupten, jeder würde in seinem ersten Durchgang Ikonoklast spielen, weil das die einzigen vernünftigen Antworten sind. Die 3 ist gut. Von mir aus verbrennen alle. Das schränkt das Potenzial der Studie zwar ein, aber auch dieser Ansatz ist akzeptabel. Ich werde den Mangel an Material mit meiner Expertise kompensieren. Danke, dass ihr an die Gesundheit eurer Crew denkt. So kann man es auch sagen, ja. Mhm. Solltet ihr meine Dienste bedürfen, findet ihr mich auf der Brücke, euer Lordschaft. Ich weiß, du hast mich auch anscheinend zusammengeflickt, als ich verbrannt bin im Tutorial. Jetzt tu dich so, als würden wir uns nicht kennen, Mann. Das macht mich echt ein bisschen traurig. Keine Ahnung, wer sie sind. Puff. Ah, Brandleiche 4, nicht wahr? Ja, ja, der hat Experimente an mir durchgeführt. Zachary! Euer Lordschaft, Meister Herr Herimon ist erfolgreich entkommen und an Bord eingetroffen. Er hat das Ritual der Harmonisierung mit dem Rest des Chors bald abgeschlossen. Ah, kennenlernen, die am Icebreaker. Was unsere Stimmen mehr Kraft und Zusammenhalt verleihen wird. Ja, die man gerade kennenlernen, Spiele. Das ist ein innerer Kreis und ein äußerer Kreis. Man geht immer eins weiter und muss dem anderen ein Kompliment machen und dem dann sagen, was man davon hält. Oh, der Redeball. Alle kosten sich gegenseitig in den Mund. Wir haben unsere Vorkehrungen getroffen und erwarten eure Ankunft, um das Ritual auf eurem Befehl hin zu beginnen. Cool, alle müssen zusammen einen großen Lego-Turm bauen, ohne dass jemand reden darf. Das Ritual machen wir dann nächstes Mal. Ich gehe davon aus, dass das ein bisschen was Längeres wird, wo eventuell auch mal wieder ein Kampf mit dabei ist. Ist jetzt die 3. Episode in Folge, in der kein einziger Schuss abgefeuert wurde. Ja, Rogue Trader hat halt nicht immer nur spannende Sachen, weißt du? Der kann es ja sind schon spannende Sachen. Wir können halt nur nicht... Weil, selbst wenn wir einen Kampf hätten, wären die Gegner, gegen die wir kämpfen würden, Stufe 15 oder so. Also... Oh, ich kann mich noch da unten dran erinnern, das war einfach ein Massaker. Ich sage es dir nochmal, das DLC baut sich ja in die Hauptstoryline ein. Das heißt, wir würden hier zwischendrin noch ganz andere Sachen machen. Das wird nicht über 2 Warpsprünge hintereinander so aufpoppen. Hätten so viel zu tun. Hätten so viel zu tun, das könnte ich gar nicht vorstellen. Na gut. Dann aber trotzdem sind wir hier durch. Danke fürs Zuschauen. Like und abonnieren nicht vergessen. Kanalmitglied werden ins Discord kommen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir das komische Ritual mit Zachary und Hermann durchführen. Hermion, der Typ da. Ciao. Ciao.